jeden Fall kommen muss, Reinhard und Olaf, ist ganz wichtig. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Harm Osmers nach Buchenberg kommt? Diese Frage gab es in einem Interview, glaube ich, war aber nicht abgedruckt in der Zeitung und es war auch nicht so ganz vollständig, weil direkt haben mich Dinge erreicht, die ich unbedingt sagen muss, weil das eben wichtig ist. Harm Osmers, muss ich sagen, hatte ich vorher gar keinen Kontakt, obwohl wir irgendwie ehemalige Arbeitskollegen waren bei Continental. Und dann hätte ich das, wenn ich es gewusst hätte, vielleicht anders gemacht, als ich so gemacht habe. Wir haben versucht, halt eben diese Podiumsbesetzung hinzubekommen. Und irgendwie muss man ja auch vielleicht dann mal an so einen Bundesliga-Schiedsrichter rankommen. Das ist nicht so ganz so einfach, wenn man eben nicht kennt persönlich. Und dann haben wir das versucht zu steuern über den Bund der deutschen Fußballlehrer. Und da gibt es einen, den Geschäftsführer, das ist der Markus Dippelt. Der hat natürlich... Ehemaliger Mitarbeiter von FFH. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von FFH. Na super, so schließt sich der Kreis. Ja. Und der Markus, der kennt natürlich all seine Leute, wenn er die internationalen Trainerkongresse... sage ich mal, organisiert, kommen natürlich auch mal die Schiedsrichter zu Vorträgen und so weiter, da kennt er die ganze Runde und dann hat er, glaube ich, drei WhatsApps geschrieben oder drei E-Mails und eine davon an den Harm Osmers und der Harm hat direkt geantwortet, jawohl, das mache ich und komme nach Buchenberg, ich habe Zeit an dem Abend und am nächsten Tag hat mich dann diese Nachricht erreicht, dass der Harm zugesagt hat. Also Initiatoren, Bund Deutscher Fußballlehrer, bitte das nochmal kommunizieren, dass das auch richtig ist. Danke, das war das, was ich sagen wollte. Und wenn es der ehemalige Kollege war, dann ja, hat sich der Kreis geschlossen. Auf jeden Fall. Danke, Bernd. Und dann freuen wir jetzt uns auf eine zweite Halbzeit. Wir bitten, Anpfiff ist um 8:45, also beste Champions League Zeit, würde ich sagen. Und wir haben drei neue Gäste noch, eine erweiterte zweite Hälfte hier bei uns auf der Tribüne. Und ich freue mich sehr, dass Noel Backhaus jetzt hier oben mitsitzt. Ihr kennt sie alle. Ich glaube, alle drei kennt ihr sowieso. Sehr, sehr gut, den Matthias Henkelmann noch, euren Kreisschiedsrichter auch mal. Und natürlich das Schiedsrichter-Urgestein. 40 Jahre sind es, Herbert, habe ich gehört, ne? 40, uiuiui. Also da ist eine Menge Erfahrung quasi, die wir jetzt gleich auch bestimmt anzapfen werden. Gerne einen großen Applaus für alle. Und ich freue mich sehr, dass Katrin, André und Harm auch noch weiter da geblieben sind, weil wir müssen natürlich auch noch über, wir haben sehr viele ernste Themen auch schon angesprochen, logischerweise, die mit dem Schiedsrichter-Dasein zu tun haben. Aber worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, und da gehe ich mal gleich erstmal in medias res beim Harm. Warum bist du Schiedsrichter geworden? Oh, das liegt schon 23 Jahre zurück und da war ich 15 Jahre alt, habe selber Fußball gespielt. Und dann hatten wir so ein paar Derbys und da ging es auch immer ganz gut zur Sache. Und dann haben früher immer die Co-Trainer oder Eltern die Spiele gepfiffen und das war oftmals nicht so gut, weil die ja in irgendeiner Form beteiligt waren oder parteiisch waren. Und dann gab es in der Zeit auch die ersten angesetzten Schiedsrichter. Und das hat mich neugierig gemacht. Dann gab es auch noch so eine Aktion, wer der Schiedsrichter? Und dann habe ich mitgemacht. Ohne den Plan zu haben, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden. Ach du lieber Himmel, planlos und in der Bundesliga. Noel, wie war's bei dir? Ja, ich bin in so einer Fußballfamilie ja groß geworden und mein Bruder hat einen Trainerschein gemacht, damals als er, weiß gar nicht, 17 war oder so, 18. Ich glaube, er konnte gerade schon Auto fahren. Und dann habe ich, glaube ich, an einem Sonntag gesagt, ach, meld mich doch auch mal an, nicht zum Trainerschein, sondern man brauchte zum Trainerschein auch einen Schiedsrichterschein. Ja, und da habe ich das Falsche gesagt und war dann dabei. Oh weia. Und Herbert, nee, du bist eine andere Frage. Warum ist man denn so lange Schiedsrichter? Ja, in erster Linie, weil es mir Spaß macht. Au, das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. Schiedsrichter sein macht Spaß. Matthias, bei dir auch?
Kann ich nur bestätigen. Für mich gibt es gar keinen anderen Grund, Schiedsrichter zu sein, als einfach die Freude an der Sache und dem Fußball zu dienen und dafür zu sorgen, dass Jugendliche und Erwachsene Fußball spielen können. Das sind doch auch mal ein paar Stereotype. Nach den ganzen vielen Depressiven, was wir vorhin auch, oder den nicht so schönen, wo wir natürlich bestimmt auch nochmal drauf kommen. Aber Katrin, was war bei dir der Grund, warum du gerne Schiedsrichterin werden wolltest oder es auch immer noch bist? Warum ich es werden wollte? Also ich bin schon seit ich 40 bin Schiedsrichterin und früher hat man immer gesagt, ich war jung und brauchte das Geld. Ach. Aber grundsätzlich hatte ich immer einen hohen Fairplay-Gedanken, wollte mal die andere Seite kennenlernen und bin dann dabei hängen geblieben. Dann ging es ja irgendwie relativ schnell, relativ gut und weit nach oben und deswegen mache ich das heute auch immer noch und immer noch sehr gern und bin auch immer noch gern an der Basis unterwegs und ja. Und jetzt weißt du, was deine Frage ist. Warum bist du denn dann kein Schiedsrichter geworden, André? Das ist jetzt fies, weil ich wollte jetzt auch die Frage... Warum bist du Trainer geworden? Sagen, dass ich das Spiel einfach liebe. Und es ist aber die gleiche Antwort. Also ich bin jetzt nicht Schiedsrichter geworden, weil ich das Spiel liebe. Das heißt ja, dass ich würde es jetzt nicht lieben, das ist ja Quatsch. Sondern... ja, weil mir die Trainertätigkeit einfach wahnsinnig viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, versuchen zusammen an einem gemeinsamen Plan zu arbeiten, Spieler weiterzuentwickeln, besser zu werden, sich mit anderen Mannschaften zu messen, die Aufgabe manchmal zu haben, gegen Mannschaften, die individuell eigentlich besser sind als du, vielleicht trotzdem zu gewinnen, einen Weg zu suchen, einen Weg zu finden, dem Gegner dann trotzdem besiegen zu können, einfach auch diesen Wettkampf zu haben, das macht tierisch Spaß und deswegen bin ich Trainer geworden. Weil einfach der Teamgedanke auch dahinter steckt und man eher in der Gemeinschaft ist. Als Schiedsrichter ist man ja quasi ein Einzeltier, wenn man so möchte, oder? In den Anfängen war das sicherlich so, aber ich bin da ja reingekommen in so eine Schiedsrichtergruppe, einen Kreis, und muss sagen, da war eine Riesengemeinschaft. Das ging los, wir sind zu dritt zu den Spielen gefahren, waren anderthalb Stunden im Auto, haben uns auch die Zeit schön gemacht, auch die Rückfahrten, also viel erlebt. Und wenn wir heutzutage mal losfahren, sind wir teilweise 6 Leute, dann sind die Fahrten so ein bisschen weiter. Aber mit 6 Personen, alles Schiedsrichter, und dann fährt man 3 Tage zu einem Europa-League-Spiel. Also ich muss sagen, das waren immer gute Trips, auch mit Katrin. Und das macht Spaß, ja. Okay, was macht man denn da so? Also jetzt musst du mal ein bisschen aus dem Ruhe. Jetzt noch ein bisschen was rausholen, ne? Also was du erzählen, was du denn machst. Der Ablauf ist immer der gleiche. Wenn wir jetzt ein Europa-League-Spiel haben am Donnerstag, ist die Anreise am Mittwoch. Wir reisen also an. Dann haben wir meistens noch ein Training in dem Stadion, wo auch das Spiel sein wird am Mittwoch. Aber da dürfen wir als Journalisten nicht zu gucken. Bei den Mannschaften dürfen wir 15 Minuten gucken. Achso, die UEFA ist da sehr streng. Ja, was macht ihr denn in den 15 Minuten dann? Ihr macht 40. Eine Stunde. Okay. Und am Ende ist es eigentlich nur, um die Reise so ein bisschen auszugleichen, kurz ein bisschen Bewegung, mal das Stadion kennenlernen. Mhm. Weil in der Bundesliga kennen wir ja alle Stadien. Und es ist immer was anderes, wenn man in einem Stadion agiert, in dem man noch nie war. Da können wir uns halt einfach da mal umschauen. Und dann haben wir noch einen Abend, gehen meistens essen. Und am nächsten Tag dann Matchmeeting noch international. Und dann abends das Spiel. Und am nächsten Morgen direkt wieder zurück. Das ist eigentlich so der Rhythmus. 3 Tage für ein Europa-League-Spiel. Ja, du hast das Wichtigste vergessen, was wir eigentlich bei jedem... Achso, wir gehen immer noch trainieren. Extra Trainingssession. Gym-Battle. Genau. Wenn in dem Hotel ein gutes Gym ist oder ein gutes Fitnessstudio, dann machen wir da noch einen kleinen Contest. Okay, erzähl mehr. Er geht da nicht raus mit der Nummer. Du musst da ein bisschen was beisteuern. Was heißt denn der Gym-Battle? Also jeder von uns denkt sich eigentlich immer 2 bis 3 Übungen aus. Aha. Und dann treten wir gegeneinander an. Harm nimmt meistens die kleinen Hantel. Aha, was heißt klein? 2 Kilo oder 3? Wenn es 1,5 gibt, auch die 1,5. Ah, okay. Ja. Und dann, wer hat so die... Das Pari-Pari, oder? Absolut. Ja. Ich werde jetzt nichts anderes sagen. Es könnte übel enden. Aber jetzt wird es gerade ja richtig interessant. Also wir machen das ja auch, weil wir meistens, wenn wir zusammen unterwegs waren, zusammen die Videoassistenten waren. Also dann mussten wir ja auch abends nicht beim Spiel laufen oder uns bewegen. Und zum Ausgleich haben wir dann halt immer
noch trainiert. Der Schiedsrichter natürlich, der wird nicht morgens noch ins Gym gehen und irgendwie jetzt viel trainieren. Nee. Wie ist denn das dann so an einem Abend vor einem Spiel? Könnt ihr dann, egal in welcher Funktion, als Schiedsrichter oder VAR, könnt ihr dann relaxen oder wie macht ihr das denn dann so? Also an dem Abend, einen Tag vor, vor dem Spiel? Da gehen wir meistens essen und dann ist es ja meistens ein Mittwochabend, weil alle fußballverrückt sind, haben wir dann zwei iPads dabei, machen Fußball an und sitzen in irgendeiner Stadt und essen, reden über Spiele, reden über Fußball, manchmal auch über Privates, ist nicht immer nur Fußballthema. Aber das meine ich ja damit, am Ende sind wir mit 6 Leuten unterwegs und haben da einen super Austausch und eine gute Zeit. Und deshalb bin ich auch gerne Schiedsrichter. Aha, also es geht nicht immer nur um das Spiel. Das ist aber doch auch schön zu hören, aber das geht uns als Reportern, ich sag's ja auch ganz ehrlich, genauso. Wir freuen uns auch immer, wenn wir dann zu den Auswärtsspielen in Europa fahren können. Das ist in der Tat immer ein Highlight. Schönste Stadion, was du gesehen hast auf diesen Trips? Das Schönste, also ich sag mal, ich hatte jetzt ein Spiel in England bei Arsenal in der Europa League und muss sagen, ich wollte immer mal in England ein Spiel pfeifen und da kann ich jetzt einen Haken dran machen. Okay, Patrick. Ich hatte das große Glück, dass ich schon zweimal im ausverkauften Wembley mit dabei sein durfte. Wembley. Ist aber auch ganz dicht gefolgt von Barcelona. Da war ich plötzlich auch zweimal. Ja. War schon sehr. Und das ist, und Barcelonas Camp Nou oder Camp Nou, je nachdem, wie man es gerne möchte von der Sprachrichtung, ist bei den Frauen in Barcelona voll. Das muss man immer auch sagen. Wembley natürlich auch bei den Frauen voll. Da sind wir hier in Deutschland ja noch ein Stück weit von entfernt, aber ja, das kann ich gut nachvollziehen. Barcelona, London. André, du bist auch international sehr viel unterwegs. Was ist so dein Highlight-Stadion? Oh, wir haben damals ja mit Gladbach so ein bisschen die Todesgruppen immer gezogen. Ja. Das ist, einerseits war es sportlich sehr schwierig, andererseits waren es natürlich unglaubliche Erlebnisse, aber klar, wir haben bei Manchester City, wir waren auch in Barcelona, wir haben gegen Juve gespielt und so, also das waren schon außergewöhnliche Spiele. Was auch ganz besonders war, also das muss man dann auch wirklich mal erlebt haben, kann man sich gar nicht so vorstellen, was Celtic Glasgow. Mhm. Also ganz, ganz besondere Atmosphäre, weil es auch die Zuschauer da nochmal, also sollten sich eigentlich alle deutschen Fans auch mal anschauen, überhaupt weltweit, weil diese Atmosphäre, die dort herrscht, ist einfach unfassbar fair, wird teilweise dem Gegner sogar applaudiert. Bei guten Szenen und aber mit einem Enthusiasmus, mit einem, also mit einer Gemeinschaft, das ist schon atemberaubend, muss man wirklich sagen. Das gilt alles nicht, was die erzählt haben. Jetzt will ich wissen, welches sind die Highlight-Stadien im Kreis Waldeck-Frankenberg? So, jetzt wird Matarales geredet, bitteschön. So. Na gut, also. Jetzt mal los, Karten auf den Tisch. Dadurch, dass ich auch im Austausch tätig bin, aus dem Kreis Frankenberg ja auch Zuschauer da sind, Leiserberghofen zum Beispiel. Warum? Ja, das sind schöne kleine Plätze, wo es dann auch mal ein bisschen enger zur Sache geht. Aha, fahrt ihr dann auch so schön mit dem Team und macht dann Abendessen dann, vorher und dann so? Dann bin ich dann leider allein unterhalten gewesen. Bundesliga-Zeiten wäre es dann hier ein André seine Heimat Baunatal. Matthias. Ja, wir sind hier in Buchenberg, was soll ich anderes sagen? Buchenberg ist ein wunderschöner Platz, hier macht Spaß zu treiben. Noel, was war dein verrücktestes Stadion, was du hier in der Umgebung oder überhaupt schon als Schiedsrichterin bereist hast? Ich finde tatsächlich immer andere Untergründe schön. Ich mag das in Ahrhausen oder in Löbach auf dem Ascheplatz. Auf dem Ascheplatz? Wow, warum denn das? Ja, also auf dem Heiligen Grün läuft man immer rum, aber auf Asche eigentlich nicht. Und spätestens, wenn der erste Verrückte nach 5 Minuten grätscht und das ganze Bein offen hat, ist eigentlich immer Stimmung da. Und du stehst als Schiedsrichterin daneben und so. Mach irgendwann, gell? Ja, großartig. Aber da sind wir ja auch bei der Thematik. Herbert, ist es gerade schon angeklungen, ihr seid dann halt nicht komfortabel im Team unterwegs, sondern eher Alleinkämpfer. Kann man sich trotzdem gut machen oder schön machen, lustig machen, wenn man alleine dann vorher die Pommes isst? Oder isst ihr eine Pommes vorher vom Spiel? Also Pommes ist tatsächlich eher Luxus, glaube ich, auf dem Sportplatz bei uns. Eher so die Bratwurst.
Ansonsten sind wir, glaube ich, hier im Kreis echt eine familiäre Gruppe. Du kommst auf jeden Sportplatz, du kennst da die Leute. Wenn dich jemand nicht kennt, dann weiß man, okay, der ist noch nicht sehr lange hier unterwegs, weil den Herbert und mich und den Matze, den kennt, glaube ich, jeder. Und dementsprechend ist das eigentlich immer, als kommt man zu Familien und Freunden. Da hat man zwar nicht sein Team, aber da hat man immer gute Gespräche. Herbert, was ist dein Schmaus vorher oder vielleicht eher doch nachher? Gutes Mittagessen vorher zu Hause. Aha, also der traut den Essensständen in dem... Aber nach dem Spiel genauso gut Bratwurst oder Pommes, je nachdem. Okay, und Matthias. In der Zeiten waren es auch mal Schnitzel oder was. Aha. Da gibt es dann schon mal ein bisschen was Besseres. Du kommst jetzt und du bist Vegetarier und isst gar nichts in der Richtung. So sehe ich auch gerade aus. Nein, also vorm Spiel esse ich nichts, grundsätzlich nichts. Eine Tasse Kaffee vorher ist gut. Ja. Freue mich dann darauf, wenn es nachher was gibt oder halt dann zu Hause. Aber vorm Spiel was essen, das würde mir ständig guten Tag sagen, das geht nicht. Da habt ihr, also wenn du das so hörst. Jeder hat so seine eigene Spielvorbereitung. So kann man es natürlich auch sagen. Aber umgekehrt, ihr müsst ja richtig, wie oft müsst ihr trainieren als Schiedsrichter in der Bundesliga? Ja, 5 bis 6 Mal. Wir kriegen Trainingspläne vom DFB gestellt, werden auch ein Stück weit überwacht, würde ich mal sagen, oder gesteuert, hört sich besser an. Und ja, man muss halt auch Spaß am Training haben, das ist halt so. Ja, ich weiß nicht, ob überwacht oder gesteuert jetzt besser ist als von beides, glaube ich, so das Ähnliche. Ist das manchmal auch einfach sehr, sehr anstrengend, wenn ihr kriegt ja, du sagst es gerade, ihr kriegt die Vorgaben, müsst bestimmte Zeiten laufen. Wie eng ist das denn manchmal auch? Weil wir haben ja auch schon mal gehört, da hat jemand das dann nicht geschafft, der ist dann rausgeflogen aus der Gruppe. Also man muss sich, auch ich muss mich immer wieder selbst motivieren. Und du musst es nämlich alleine machen, ne? Du bist nicht in der Gruppe. Genau, also ich trainiere dann meistens morgens um 9, wenn ich meinen Sohn in die Kita gebracht habe. Dann fahre ich direkt danach zum Sport, weil ansonsten, wenn ich das ein bisschen später ansteuere, das vielleicht auch mal ausfällt. Und dann bin ich oft auf dem Sportplatz, hin und wieder auch mal eine Einheit im Fitnessstudio, aber... ja, gehört viel, sag mal, Struktur dazu, dass man das irgendwie einbaut, einplant und dann am Ende auch konsequentes durchzieht. Ja. Auch wenn es manchmal hart ist, gerade im Winter, klar. Und du bist alleine. Man ist alleine. Oh, manchmal frage ich mich auch, was mache ich hier? Ja. Die Frage stelle ich mir auch. Absolut. Katrin, und dann hast du es ja so gesehen eigentlich so viel besser, wenn du sehr oft im Kölner Keller sitzt, oder? Wie viel muss man denn eigentlich trainieren, wenn man im Kölner Keller hauptsächlich arbeitet? Hast du die gleichen Marschrouten? Musst du das Gleiche machen? Ich bin ja nicht nur im Keller. Nee, aber zumindest noch nicht. Ja. Aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, der sich unheimlich gern bewegt und habe Spaß am Training. Und ich glaube, auch wenn es auf dem Platz weniger wird, werde ich mich nicht unbedingt weniger bewegen, sondern vielleicht einfach anders. Mhm. Was könnte das dann sein? Also zum Beispiel nicht mehr so viel Sprinttraining, dafür einfach mehr Radeinheiten. Okay. Wenn ihr das jetzt so hört mit dieser ganzen Überwachung, wie ist es bei dir, Noel? Wie oft trainierst du für deine Schiedsrichterlauf, dass du das alles so hinkriegst? Weil das ist ja schon anstrengend. Ja, wir haben in 2 Wochen unsere Leistungsüberprüfung. Aha. Ja, wie ist der Stand der Dinge? Ich bin Sportlehrerin, das ist ganz entspannt. Die ist jetzt aber auch nicht so sonderlich anstrengend für sportliche Personen, würde ich sagen. Die wird sehr sportliche Teil. Ist natürlich aber so gemacht, dass ihn jeder hinbekommt, weil wir brauchen die Schiedsrichter. Es ist nicht das Wichtigste, dass man in der C-Liga super laufen kann, sondern eher das Spiel leiten kann. Matthias, du hast auch gerade schon ein bisschen gezuckt. Kannst du mir eine andere Frage stellen? Ich überdrehe es mal. Wie ist denn das so, wie hältst du dich denn fit als Schiedsrichter? Musst du ja trotzdem. Das, du kannst ja nicht nur stehen. Wenn ich jetzt die richtige Antwort gebe, das ist tatsächlich viel pfeifen. Okay. Also möglichst viele Spiele pfeifen, dann hält sich das von vornherein. Also mit Augenmaß einfach richtig stehen, aus Erfahrung. Nein, viel pfeifen heißt viele Spiele pfeifen. Die Spiele sind das Training. Ach so, so meinst du das. Also wenn ich viele Spiele pfeife, habe ich keine Zeit mehr für Training. Okay, und das macht der Herbert genauso? Ja, Spiele pfeifen, klar. Also Praxis. Kurz rein, aber zusätzlich gehe ich auf
den kleinen Kunstrasen. Aus gesundheitlichen Gründen gehe ich da auf den Kunstrasen und trainiere da zweimal in der Woche. Okay. Ich gebe ihm aus arbeitstechnischen Gründen. Weil du wolltest noch gerade was dazu ergänzen. Das wollte ich genau erzählen, dass wenn ich meine Mannschaft trainiert habe, dass wir den Herbert häufig da im Winter um Kunstrasen am Laufen sehen, außen durch den Wald, der läuft überall her, Hauptsache er ist fit. Ich versuch's. Nach Knie-OP ist das nicht mehr ganz so einfach. André, du merkst jetzt gerade, es ist irgendwie ein bisschen unfair. Du bist jetzt von komplett nur noch Schiedsrichtern umgeben. Ne? Wie hältst du dich denn fit? Was musst du denn? Bist du auch überwacht und gibt's für die Trainerüberwachung, bevor du nicht die und die Zeit laufen kannst, wirst du nicht irgendwo wieder als Trainer angestellt oder keine Ahnung was? Nee, also klar, also früher durch Fußball selber, dann hat man noch eine ganze Menge Jahre noch so an Fußball danach gespielt. Hin und wieder spiele ich jetzt auch nochmal bei der Hessen-Kassel Traditionsmannschaft oder so mit. Allerdings ist ab einem gewissen Alter, finde ich, Fußball nicht mehr so ganz optimal, weil also du hast einfach noch, du bist im Kopf noch ein bisschen jünger, denkst immer, also du willst noch Bewegungen machen, die aber dein Körper nicht mehr so kann und es ist nicht mehr so schnell wie früher und es ist bei den Mitspielern nicht anders und es wird alles ein bisschen unkontrollierter. Deswegen bin ich jetzt, was das sportlich Aktive anbetrifft, mehr im Bereich Fitness und Tennis unterwegs spiele ja viel und halte mich dadurch halt fit. Ja, Laufen mache ich auch hin und wieder. Aber ohne Ball mich bewegen, fällt mir insgesamt immer ein bisschen schwerer. Ich glaube, das liegt dann aber einfach in der Natur der Sache. Wenn man damit einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Ich wollte noch was ja, mal den Profischiedsrichtern beispringen, weil das hört sich jetzt vielleicht immer so ein bisschen an, als wenn das ja alles so locker und dann gehen wir was essen und ist alles immer so entspannt. Also wenn man weiß, wie die sich auch intensiv auf Spiele vorbereiten, wenn man weiß, wie viel auch in Analyse von Spielen steckt. Das ist jetzt etwas, was noch gar nicht erwähnt worden ist. Kollege, gleich, was Dennis, der jetzt bei Matchplan war, mal? Bei Sky Matchplan, der auch dargestellt hat, wie auch sich auf ein Spiel vorbereitet wird, weil es ist ja nicht so, dass zwei Tage vorher, da fahre ich hin und jetzt fahren wir mal los und schauen mal, was da passiert, sondern da geht es darum, wie bewegen sich Spieler, wie bewegen sich Mannschaften, was haben die für eine Taktik, was wird es mehr ein Gegenpressing werden, wird es ein taktisches Spiel werden und dementsprechend ändert sich das dann auch für einen Schiedsrichter. Dann, auch das habe ich manchmal so mit Trainerkollegen auch schon besprochen. Man sagt ja auch immer wieder, dass das Trainer eine Linie haben in einem Spiel. So, jetzt ist ja nicht jedes Spiel ist ja das gleiche. Also es gibt Spiele, die sind, wo erwartungsgemäß sehr viele Emotionen drin sind oder Spiele, wo man weiß, es wird wirklich zur Sache gehen. Länderspiele, keine Ahnung, Kolumbien, Chile oder irgendwas, da weiß man dann. Da geht es schon mal etwas krasser zur Sache und dementsprechend entwickeln dann natürlich auch Schiedsrichter so eine Spiellinie. Und also da steckt noch wahnsinnig viel Arbeit und Zeit drin. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Aber nix, du erzähl gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen, das weiß ja keiner. Also zum einen mache ich es ja hauptberuflich, das zeigt ja schon mal den Umfang. Also ich habe lange Zeit bei Continental gearbeitet, daher kenne ich ja auch Korbach ganz gut. Aber jetzt bin ich erstmal freigestellt und das pausiert, sage ich jetzt mal. Und ich beschäftige mich eigentlich 24/7 mit dem Thema Schiedsrichter. Das können manche nicht verstehen, die das Thema Schiedsrichter so nicht betrachten, aber man kann sich da sehr tief auch ins Detail arbeiten und gerade für Spiele bereiten wir uns halt viel vor, weil wir wollen halt so wenig wie möglich überrascht werden. Immer wenn wir überrascht werden oder einen Moment haben, den wir nicht genau einordnen können, weil der so ja, irgendwie passiert und wir haben keinen richtigen Plan, dann haben wir halt so ein Zögern. Wenn wir ein Zögern haben, dann hemmt uns das so ein bisschen in der Entscheidung, das wirkt unsicher, also versuchen wir so das Überraschungspotenzial so weit es geht natürlich zu kontrollieren und deshalb halt viel Vorbereitung. Ich schaue viel Fußball, ich tausche mich viel aus. Wenn ich jetzt ein Fußballspiel im Fernsehen sehe, achte ich eigentlich auch immer nur auf den Schiedsrichter oder zu Großteilen auf den Schiedsrichter. Und versuche da halt Dinge mitzunehmen und zu sehen, okay, wie macht der es? Wie sicher ist er in der Entscheidung, auch so Nuancen? Und da bin ich dann auch immer viel im Austausch mit meinen Kollegen. Wenn ihr das jetzt so hört, das ist, ihr habt gar nicht die Zeit dafür, ne? Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen rausgehört. Ihr müsst einfach nur pfeifen, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, erstmal hat man nicht die ganze Zeit dafür, oder 24 Stunden, ich glaube, da habe ich was anderes zu tun. Ich muss ja auch meine Brötchen verdienen.
Aber Spielvorbereitung gibt es natürlich bei uns im Amateurbereich auch. Ist vollkommen klar. Wenn wir unsere Ansätze hier von Matthias her kriegen, eine Woche, zwei Wochen vorher, manchmal auch kurzfristiger, je nachdem, ja, dann zählt für mich die gute heimische Presse, wo ich teilweise mir die Spielberichte angucke. Wer macht vielleicht die meisten Tore? Wer macht irgendwelche anderen Dinge? Wer hat vielleicht auch eine rote Karte kassiert? Wer ist bei meinem Spiel vielleicht gesperrt oder gut? Muss ich drauf achten? Also das gehört dann für mich auch dazu. Wie viel Zeit habt ihr dafür, um solche Sachen in dem normalen Ablauf, in dem tagtäglichen, du arbeitest noch als Sportlehrerin, hast ja gerade auch mal gesagt, du hast auch noch so viele andere, du hast auch noch einen kleinen Sohn, wie viel Zeit kannst du denn auf sowas überhaupt draufgeben? Ja, ich glaube, die Fußball.de App ist super, um so kleine Sachen herauszufinden und ansonsten tatsächlich bei uns im Kreis, ich würde mal sagen, viele Spieler sind einfach bekannt. Wenn man dahin fährt, da weiß man eigentlich ganz oft genau, auf wen man achten muss, wer gefühlt immer mit Rot vom Platz fliegt oder mit Gelb-Rot oder wer vorne die Tore schießt und deshalb immer sehr gefährlich ist. Matthias, ist es so einfach? Ist es tatsächlich so einfach oder ist es manchmal, wenn du Neuzugänge hast, die du eben aus keine Ahnung woher kommen, noch nicht so gut kennst, dass du dich dann nochmal intensiver darum kümmerst oder? Na gut, man merkt relativ schnell, wie engagiert ein Schiedsrichter ist, mit wie viel Herz er dabei ist, mit wie viel Freude er dabei ist. Und wir müssen das in unserem Ausschuss natürlich dann auch berücksichtigen, in Bezug auf Förderung, in Bezug auf Betreuung und in Bezug auf die Ansetzungen, die der oder diejenige erfüllen kann. Und wir versuchen das so verantwortlich wie möglich zu machen. Es passieren vielleicht auch mal Fehler, aber dazu stehen wir dann auch, das ist halt so. Aber ansonsten ja, ist das auch schon nicht zu unterschätzen. Man muss ja auch die Schiedsrichter dann kategorisieren, man muss sie einteilen, für welche Klassen sie befähigt sind. Es ist schon ein bisschen was zu tun, aber wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Es ist ja auch so, beim Harm ist gerade schon so ein bisschen angeklungen, man wird überwacht, man wird kontrolliert so ein bisschen, ne, als Schiedsrichter. Wie gestaltet sich das denn aus eurer Sicht? Wie oft wird ein Amateur-Schiedsrichter hier im Kreis begutachtet, benotet, bewertet, angeguckt? Das hängt eben ganz stark von der Spielklasse ab. Mhm. Ab Gruppenliga gibt es regelmäßige Beobachtungen, in der Kreisoberliga werden dann nur die Schiedsrichter beobachtet, die Ambitionen haben nach oben und unterhalb der Kreisoberliga, da regeln wir das selbst. Das heißt, wir gucken uns dann im Endeffekt Schiedsrichter an, bei denen wir der Meinung sind, dass wir mal schauen sollten und sie mit Tipps nach vorne bringen können. Aber da gibt es keine Zahlen, die man nennen kann. Okay, weil ich hätte jetzt mal, oder sag erst du mal. Wir haben auch jetzt gerade für unsere jungen Schiedsrichter tatsächlich eine gute Förderung. Und sagt Sarah, der hier im Verein Neu-Veralp, der weiß das ganz genau, der wurde jetzt die ersten Spiele gefühlt immer begleitet von alten Hasen, die ihm Tipps gegeben haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich weiß noch, ich stand bei meinem ersten Spiel alleine da in Vöhl, bei, ich glaube, einem D-Jugendspiel mit 16 Jahren, selbst kein Fußball gespielt. Ich glaube, ich habe angepfiffen, zur Halbzeit gepfiffen, abgepfiffen, viel mehr habe ich dann nicht gemacht. Gott sei Dank lief es auch so ganz gut und da ist es, glaube ich, jetzt super, dass wir das so eine Anfangsförderung auch haben für die Kids. Wie viele gibt es denn, ja? Es gibt ja auch immer das große Drama, das ist ja an verschiedenen Stellen auch so ein bisschen angeklungen, der Nachwuchs fehlt an vielen Stellen. Würde eine genauere Beobachtung vielleicht noch mehr Jugendliche anziehen? Nein, Herbert, lockt, weil man, oder Matthias? Dazu müssten die erstmal kommen. Wir können ja nur die Schiedsrichter betreuen, die uns von den Vereinen gebracht werden und gemeldet werden. Wir suchen immer den Kontakt und versuchen zu werben, aber wenn wir dann so Leute haben, wie beispielsweise den genannten Xaver, der innerhalb kürzester Zeit uns eigentlich das Gefühl gegeben hat, was zu wollen und was erreichen zu wollen, dann ist das für uns natürlich ein Geschenk, was wir gerne annehmen und um den kümmern wir uns dann intensiv. Aber von der Sorte könnten wir noch 20, 30 andere gebrauchen. Katrin und Harm, ihr aus eurer, ja so gesehen, exponierteren Position heraus, könnt ihr irgendwas machen? Für Nachwuchsgewinnung? Für den Nachwuchs, ja. Könnt ihr da irgendwer Werbung machen, mehr in diese Richtung, dass ihr, weil Fakt ist ja auch, bleiben wir sachlich, ohne Schiedsrichter gibt es kein Spiel. Also zumindest kein wirkliches. Also von daher brauchen wir da ein paar,
gibt es da Möglichkeiten, wo ihr ansetzen könnt? Kann man mehr Werbung machen? Kann man mehr sagen, hey, es ist ein cooler Job? Kann man mehr, noch mehr, ich meine, ihr seid zum Beispiel schon mal hier, was schon mal sehr hilfreich ist, weil ich glaube, ihr geht heute Abend alle nach Hause und geht mal bei euch überall, hoffentlich auch über die sozialen Medien verteilend, dass man als Schiedsrichter eine coole Socke sein kann, und zwar eine sehr coole. Das meine ich männlich und weiblich, bitteschön. Ja. Also ich glaube einfach, wir müssen uns natürlich auch ein Stück weit öffnen. Gerade auch in der Bundesliga war das oft so, dass die Schiedsrichter da ihren Job gemacht haben, aber ihre eigentliche Tätigkeit gar nicht so herausgestellt haben. Und jetzt gibt es, soweit ich weiß, auch im Sommer kommt so eine 6-teilige Doku raus, so ähnlich wie das bei Vereinen auch war. Wurden auch die Schiedsrichter für ein Jahr lang begleitet. Und ich glaube, das ist jetzt ein Baustein, aber ich glaube, sowas kann schon auch mal aufzeigen, wie nun mal der Job in der Bundesliga ist, was da alles dranhängt. Und das kann, glaube ich, den einen oder anderen schon auch überzeugen, Schiedsrichter zu werden. Das sind kleine Bausteine, aber wir versuchen da viel. Und das ist jetzt so ein Thema, was bald kommen wird. Wenn man es da mal dann kurz festtackern würde, was würdest du sagen, was sind die drei Hauptargumente, jetzt mal ganz spontan gesprochen, dafür Schiedsrichter zu sein? Es gibt eine neue Perspektive auf den Fußball, eine ganzheitliche. Ich habe einen sportlichen Anreiz, also ich gehe in ein Spiel, habe eine Herausforderung und so wie ein Sportler auch, ich möchte eine Leistung abliefern und nach dem Spiel weiß ich, heute war ich gut oder war ich schlecht. Also Sportlerperspektive. Und die dritte Sicht ist eigentlich, ich lerne ganz viel drumherum. Ich habe mit 15 Jahren zum ersten Mal eine Quittung geschrieben und habe meine Schiedsrichterspesen abgerechnet. Und das habe ich nicht in der Schule gelernt oder sonst irgendwo. Ich habe Selbstständigkeit eigentlich damit gelernt. Und das hat mir viel geholfen, ja. Das finde ich sehr interessant. Das fällt dir auch noch irgendwas ein? Irgendein Argument, warum Schiedsrichter sein eigentlich irgendwie auch das Nonplusultra ist? Das ist halt die Freude am Fußball. Also ich würde nichts anderes machen wollen und habe ja irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, ich höre auf zu spielen, weil ich diesen Anreiz haben wollte, wie weit kann ich es schaffen, was kann ich erreichen und wie weit kann ich als Schiedsrichterin kommen. Und das, was ich tue, macht mir, egal in welcher Spielklasse ich unterwegs bin oder in welcher Rolle ich unterwegs bin, unheimlich viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben, ne, damit ihr das weiterverteilen könnt. Also die Argumente sind doch schon mal eigentlich ganz klar und eindeutig da dafür, warum man das machen sollte. Ich meine, ihr habt eure Argumente ja auch, die ihr auch vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen habt. Aber de facto ist natürlich schon, das Gefälle zwischen Profi- und Amateurschiedsrichter ist relativ groß. Hier ist ein ganzes Team immer zu Werke. Ihr seid mehr oder weniger meistens ja alleine unterwegs und habt umgekehrt den Vorteil, aber es ist nicht alles zu sehen, was ihr vielleicht gut pfeift, aber auch was ihr schlecht pfeift, oder Matthias? Du schüttelst mit dem Kopf. Also verstecken können wir uns ja auch nicht. Wenn wir auf dem Platz stehen und müssen die 90 Minuten irgendwie rumbringen, dann stehen draußen Leute, die haben eine Erwartung an uns. Da sind 22 Spieler auf dem Platz, die haben eine Erwartung an uns. Insofern ist die Situation zwar dimensionsmäßig deutlich kleiner, aber es ist eine vergleichbare Situation. Und die drei Sachen, die der Harm eben aufgezählt hat, die kann ich für uns nur absolut bestätigen. Das sind genau die drei Aspekte, die ich unterstreichen würde. Ich wollte aber auch nochmal auf den Punkt im Endeffekt hinaus, dass der Unterschied zwischen Profi und Amateur in der Sekunde ja dann doch eine größere Potenzierung hat, wenn zum Beispiel Harm irgendwas falsch pfeift und dann ist das über die Social Medias verteilt, das ist in jedem Fernsehsender zu sehen, bei YouTube 8 Millionen Mal auf die Ewigkeit abzurufen. Das ist noch eine kleine andere Drucksituation, würde ich sagen, Fragezeichen? Ja, selbstverständlich ist es ein anderer Druck. Ganz andere Dimensionen, habe ich ja eben schon gesagt. Aber für uns in unserer Situation auf dem Platz ist es ähnlich, wenn wir das ernst nehmen. Und wir haben ja auch eine Verantwortung, jedes Spiel auf dem Platz, sei es eine Jugend, sei es Senioren, sei es C-Liga, sei es Kreisoberliga, wir haben in dem Moment, wenn wir anpfeifen, eine Verantwortung. Und der müssen wir uns stellen und mit der müssen wir leben. Und dann hoffen wir immer, dass wir nach dem Spiel allen die Hand geben können und dann ist alles gut. André ist auch da. Hör gerne rein. André, in der Position als Trainer hast du ja auch eine entsprechende
Verantwortung, das ist vorhin auch schon immer mal so punktuell angeklungen, wenn der Trainer entsprechend seine Mannschaft hinter sich hat und quasi das Vorbild gibt, ist das immer schon eine große Hilfe. Inwieweit siehst du denn aus einer Trainerposition heraus diese Drucksituation inzwischen nochmal weiter gewachsen? Weil ihr seid auch als Trainer am Außenfeldrand dauernd zu sehen und ständig und über soziale Medien erreichbar. Ja, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, was die sozialen Medien anbetrifft und die Öffentlichkeit. Aber dem müssen wir uns ja alle stellen. Also das im Grunde genommen ist das alles ein Job wie jeder andere auch, nur dass halt ganz viele Leute zugucken und dich halt permanent bewerten. So, und du musst einfach damit leben, manche mögen dich nicht. Du musst damit leben, dass du einfach auch unfair behandelt oder unfair beurteilt wirst oder du empfindest es so. Das gehört einfach dazu. Also ich sag mal, wir haben teilweise, wenn du in Barcelona bist oder in irgendwelchen fantastischen Stadien, das ist ein absolutes Privileg, solche Erlebnisse zu haben. Und das kann ja auch keiner nehmen. Und dann wird man sich auch lange, lange Zeit zurückerinnern und sich immer wieder mal solche Szenen angucken, weil es einfach Spaß macht. Das ist ein Privileg, aber mit dem Privileg ist eben auch verbunden, dass Leute sich das anschauen und das Ganze dann beurteilen, deine Arbeit beurteilen, das, was du gut machst, das, was du nicht so gut machst. Und damit müssen wir letztendlich alle leben. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es auch die andere Seite jetzt erwischt hat. Also auch diejenigen, die mittlerweile über Sportler, über Schiedsrichter, über Spiele werden mittlerweile selber beurteilt. Ja. Mittlerweile werden auch die Journalisten beurteilt. Ja. Und das in einer ganz anderen Art und Weise. Auch in den Printmedien, wo Namen drunter stehen, plötzlich sind auch diese Namen in der Öffentlichkeit und werden über die sozialen Medien dann auch benotet und beurteilt. Und plötzlich merkt man, ich finde das immer auch sehr, sehr spannend, es ist insbesondere interessant, wenn Spieler oder Trainer, wir haben ja auch einige Fußballexperten, die mal von der einen auf die andere Seite wechseln, wie diese Dünnhäutigkeit oder diese Empfindlichkeit so sich so ändert. So der ein oder andere, der heute auch Experte ist und der das natürlich dann auch mit Akribie macht und sich vorbereitet und alles und natürlich Dinge bewertet dann auch, hätte sich andererseits als Trainer oder als Spieler anders dann mal gesagt, pass mal auf, was erlaubst du dir eigentlich, wie bewertest du mich, was erzählst du da über mich? Und das ist immer wieder sehr, sehr interessant. Ne? Und das ist, und da muss man einfach eine gewisse Gelassenheit entwickeln. Das ist nicht immer einfach. Insbesondere dann, weil, ich kann es jetzt aus Trainersicht auch mal erklären, es ist manchmal gar nicht so einfach, weil du auch nicht alles sagen kannst. Also jetzt hast du beispielsweise, keine Ahnung, hast einen Stürmer, der gerade mal nicht trifft, eine schlechte Phase hat. So. Und jetzt kommt alle Welt und sagt, die wollen was dazu hören. Und dann kommen dann, ja, der versteht sich mit dem Trainer nicht so gut. Du persönlich weißt, keine Ahnung, der hat gerade, ist mit seiner Frau in Scheidung und kämpft um die Kinder. Ja, er kann es nicht öffentlich machen. Nee, das sind alles Dinge, das sind so Vorgänge und da passieren im Fußball ganz, ganz viele Dinge von. Die eigentlich normal sind, die man aber nicht sagen kann. Die man nicht so sagen kann, weil man natürlich auch den Spieler nicht, auch den Spieler schützen muss. Und deswegen finde ich es immer manchmal schwierig, wie Dinge beurteilt werden von außen, weil man einfach gar nicht die Hintergründe so kennt. Und ich denke aber alle in diesem Bereich, ob das bei Trainerentscheidungen, Vorständen, was auch immer ist, da sind wahnsinnig viele Leute am Werk, die sich wahnsinnig viele Gedanken machen. Und keiner macht einfach sowas aus der Laune heraus. Ja, genau. Und deswegen vielleicht auch nicht immer alles glauben, was in den Medien steht. Es wird halt auch viel spekuliert, wenn man es nicht genau weiß. Und ich denke mal, das ist eben bei Schiedsrichtern auch so. Dort wird auch immer so, also auch Schiedsrichter werden gnadenlos bewertet. Ja, genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es finden eigentlich immer am Tag nach dem Spiel schon die Telefonate statt, wo du eine Rückmeldung darüber bekommst, was da eigentlich auch passiert ist, was du gut gemacht hast, nicht so gut gemacht hast. Und das ist auch nicht einfach. Also damit ist noch so? Das ist noch so, also schon im Stadion wird das Spiel ansatzweise aufgearbeitet, ja. Boah, direkt im Morgen nach Schlusspfiff, wenn du eh noch im Tunnel bist. Aber ich fand, oder? Meistens auch in der relaxten Atmosphäre. Ja. Also das ist jetzt am Ende ja jemand, der uns auch unterstützt. Also es ist jetzt keiner, der uns da knallhart auseinandernimmt, sondern jemand, der uns zur Seite steht und uns eigentlich besser machen möchte.
Weil André das gerade hat anklingen lassen, auch Journalisten kriegen da inzwischen ab. Und da bin ich wieder bei Harm, bei einem Spiel, das noch gar nicht so lange her ist. Du hast die Partie gepfiffen, Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Danach ist der Trainer Oliver Glasner von einem Kollegen eine eigentlich harmlose Frage gestellt worden und ist danach dann ausgeflippt bei dieser Frage. Der Journalist wurde durch den Reißwurf gedreht, aber der konnte gar nichts dafür, der wusste das auch. Aber du warst ja auch zentraler Punkt dieser Partie und bist dementsprechend auch da aufgetaucht. Du hast Oliver Glasner damals die rote Karte gezeigt und hast da natürlich auch ordentlich was abgekriegt. Was ist in der Situation denn eigentlich damals passiert? Du bist ja selber mit Djibril Sow zusammengestoßen, musstest behandelt werden und dann ging es wupp, wupp, wupp. Genau, das war so ein Sachverhalt, der eigentlich in keinem Drehbuch so passiert, aber nun ist halt passiert. Und also ich hatte einen Zusammenprall mit einem Spieler, dann war das Spiel kurz unterbrochen, so ein bisschen unklar, wie es mir geht, ging dann relativ schnell wieder gut. Sollte das Spiel fortgesetzt werden und dann gab es so eine Protestnote, sage ich mal, vom Trainer, der hat den Ball aufs Spielfeld geschossen und das ist nun mal laut Regelwerk mit einem Feldverweis zu ahnden, auch eigentlich kein Spielraum. Und dann gab es halt den Feldverweis. Und ein Feldverweis für den Trainer ist eigentlich ja noch gar nicht so lange möglich. Das wurde ja erst vor 3-4 Jahren, glaube ich, eingeführt. Und passiert ja auch relativ selten, wenn wir ehrlich sind. Also, naja gut, außer bei dem von Mainz 05, Bo Svensson, der macht das häufiger. Aber insgesamt passiert Feldverweise gegen Trainer schon selten. Ja. Und deshalb hat sowas natürlich dann auch immer gleich eine Außenwirkung, würde ich mal sagen. Ja. Und dann ein Sachverhalt, der damit eigentlich gar nichts zu tun hatte, nämlich die Pressekonferenz. Und dann war ich ein Stück weit mittendrin. Aber ich würde jetzt erstmal aus meiner Perspektive sagen, ich würde das trennen. Das du warst nicht schuld, dass er rausgeflogen ist. Nein, das glaube ich auch. Das hat damit eh nichts zu tun. Aber mir war halt wichtig, nach dem Spiel auch nochmal darzustellen, warum kam es zur roten Karte. Weil das vielleicht auch bei dem einen oder anderen für Fragezeichen gesorgt hat. Und ließ sich aber, glaube ich, ganz relativ einfach darstellen. Aber da warst du dann eben im Zentrum des Interesses, du wurdest nochmal nachgefragt, du musst Auskunft geben. Ja. Und das geschieht ja auch jetzt mittlerweile öfter, dass wir uns auch nach den Spielen stellen. Das ist sicherlich auch so ein Wandel, wo wir neue Wege gehen und auch bereit sind, auch mal zu Szenen Stellung zu beziehen, wenn sie jetzt gut gelaufen sind oder wenn sie schlecht gelaufen sind, je nachdem. Ist das denn so gut? Ist das denn so gut, dass ihr euch jetzt äußert oder denkst du, es ist zu viel des Guten? Ich glaube, die Tendenz ist schon richtig. Also, wenn wir schon auch sagen, wir wollen uns öffnen und auch zeigen, was unser Job alles umfasst und wenn wir nun mal Entscheidungen treffen, finde ich, kann man die Entscheidung auch begründen. Muss man nicht immer machen, aber da, wo es notwendig ist oder auch mal angebracht ist oder auch ein großes Interesse gibt, warum nicht? Katrin, du arbeitest ja auch oder bist aktiv, ganz oft auch im Kölner Keller, aber den VAR, den kennt eigentlich, also den Hauptschiedsrichter, der Name ist sofort immer bekannt, aber wer im Keller sitzt, ist da eigentlich erst mal so ein bisschen raus. Stimmt diese Wahrnehmung oder wie würdest du das betrachten, sehen? Grundsätzlich ist es so, dass eigentlich ja immer nur die Entscheidung des Schiedsrichters thematisiert wird und das, auch was du ansprichst, ist, denke ich, dass nicht gesagt wird, der VAR hat nicht eingegriffen oder es seltener gesagt wird, sondern es wird eher gesagt, der Schiedsrichter hat eine Fehlentscheidung getroffen und die wurde nicht korrigiert. Der Name des VARs fällt dabei relativ selten, ist aber nicht nur beim VAR so, sondern auch bei den Assistenten. Also man liest ja selten, Assistentin Rafalski hat einen Abseits falsch gewunken oder es gab ein Tor und es musste korrigiert werden, sondern man würde lesen, Harm Osmars hat das Abseits nicht gepfiffen. Also es ist so, dass eigentlich immer der Schiedsrichter im Fokus oder im Mittelpunkt steht und der Rest des Teams da eher namentlich geschützt rausgenommen wird. Woran das liegt, darfst du mir aber nicht fragen, das müsstest du die Journalisten fragen. Ja, ich bin ja so eine, tatsächlich. tatsächlich ist es ja so, auf dem Spielberichtsbogen stehen ja alle drauf, wenn man das, also beim Profi, bei den Profivereinen, aber tatsächlich wird, wenn du die Vorberichterstattungen machst, wird eigentlich erstmal nur der Schiedsrichter genannt. Also auch bei den Pressekonferenzen vorneweg, wenn wir manchmal fragen, wer pfeift denn das Spiel, wird immer nur der Hauptschiedsrichter genannt und niemand sonst. Und deswegen fällt das ganz oft tatsächlich hinten runter, auch in der Berichterstattung. Das ist tatsächlich so.
Aber wenn ihr das hier, VAR, das ist ja auch ein gutes Stichwort, was, genau. Herbert, du fängst nur an zu lachen. Wie wär's, wenn du jetzt dann nach 40 Jahren auf einmal VAR nachhättest? Kennst du damit überhaupt klar? Wenn ich die Technik dafür beherrschen würde, vielleicht, aber das ist das eine Thema. Es wäre manchmal hilfreich. Ich mache es mittlerweile in meinen Amateurspielen so, dass ich sage, diesen Bereich hätte ich gern, aber ich habe leider die Kölner Nummer nicht. Auch interessant. Noel, wie ist das bei dir? VAR, wäre das was, wo du sagst, okay, könnte ich auch gut gebrauchen? Ja, tatsächlich finde ich, wenn man so ein Itter oder sowas auf dem Sportplatz ist, dann sind das die Zuschauer. Die gucken nämlich alle, wie hier auch von oben runter, die sehen das alle besser als man selbst. Und genau da hätte man gerne so jemanden. Beim Abseits, die sehen das alle natürlich besser als ich, wenn sie richtig gucken und wenn sie wissen, was Abseits ist. Dementsprechend hätte ich da gerne einen Assistenten, der mir hilft im Keller. Es wissen wir ja manchmal auch nicht und als Spieler wissen wir manchmal auch nicht so. Aber ich finde das immer interessant, die keinen VAR haben oder Videoassistenten haben, die wollen gerne den VAR haben und die ihn haben... Also da würdest du ihn nicht mehr haben? Ich würde ihn haben. Ich muss das schon den Satz würde ich noch selten sagen. In der Bundesliga gibt es ja auch, sage ich mal, gerade bei den Fans eine große Abneigung, denke ich mal, gegen den VAR. Ja, und sich so rausentwickelt. Genau, das finde ich halt schon interessant. Und ich sehe es auch bei anderen Ländern. Die Länder, die noch keinen Videoassistenten haben, die versuchen alles, um den schnellstmöglich einzuführen, weil die Vereine es unbedingt wollen und ein Riesenaufschrei da ist. Und ich denke mir dann immer, und hier in Deutschland wird es immer so kritisch gesehen. Wobei, das ist auch mein Eindruck, mittlerweile ist der schon auch etabliert und auch eigentlich vom Prozess her auch sehr, sehr vielen klar und es hat sich, glaube ich, schon eingespielt, so würde ich es mal sagen. Das ist meine Wahrnehmung. Oh gut, es hat sich, glaube ich, zum Ende der letzten Saison etwas hochgeschaukelt, so würde ich es jetzt mal dezent ausdrücken, ob das jetzt alles... Ja, so aber das war jetzt, sage ich mal, ein Sachverhalt. Oder worauf spielst du an? Ja, nee, so grundsätzlich. Es gab ja die Meisterschaft, sagen wir jetzt mal, hoch zusammengespitzt, ist zugespitzt, ist dadurch entschieden worden, sagen die Dortmund-Fans. Die Bayern-Fans werden es etwas anders sehen, aber auch die Diskussion. Ich weiß noch, damals, als es eingeführt wurde, waren alle so, jetzt gibt es ja keine Diskussionen mehr. Es wird alles ganz toll entschieden und genau das Gegenteil ist ja eigentlich passiert. Siehst du das anders? Mir war aber auch klar, dass die Diskussionen nicht weniger werden, denn Schiedsrichterentscheidungen sind per se halt diskussionswürdig, weil es wird einer bekommt den Freistoß und einer gegen einen wird entschieden. Und das löst halt einfach Spannung aus, Diskussionen aus. Und es gibt halt nicht nur die Schwarz- oder Weiß-Situation, sondern auch ganz, ganz viele Sachverhalte, wo ganz viele Leute eine unterschiedliche Meinung zu haben. Und deshalb ist es, glaube ich, eine Illusion zu sagen, der Videoassistent, der würde die Diskussion im Fußball beenden. Das hat er nicht geschafft, aber das war, glaube ich, auch nie das Ziel. Ich gebe das mal in die Runde kurz rein. Wie ist denn eure Meinung? VAR cool oder nicht? VAR cool? Oh, guck mal. Oh. Einer, zwei, drei, vier. Ja. VAR nix, oder? Oh, also gucken wir mal. Ja, ich glaube, wenn wir dann 2 Jahre ohne VAR spielen und dann nochmal fragen würden, dann werden wahrscheinlich wieder viele dabei und würden sagen, den brauchen wir wieder. Aber... Ja. Gut, das macht ja die Unterhaltung bei dem Spiel eigentlich aus, oder? Für euch ja logischerweise so in der Form nicht. Matthias, wenn ihr die finanziellen Ressourcen irgendwann mal habt, gibt es dann vielleicht mehr Kandidaten, die Schiedsrichter werden wollen, wenn sie ein VAR haben können? Ja, die wollen halt an dem Keller sitzen und Bier trinken. Dann. Ach, das war's, ich verstehe es. Aber das ist natürlich Träumerei, da werden wir nicht irgendwie zu irgendeinem Ergebnis kommen. Mich würde mal was ganz anderes interessieren, darf ich mal? Gerne, natürlich. Zum Beispiel um Katrin stellen. Das größte Problem für den Videoassistenten und für den Schiedsrichter ist im Moment ja die Handspielregel. Die lässt ja eigentlich der Interpretation immer noch Tor und Tür offen. Hättet ihr einen Vorschlag, wie die Handspielregelung so klar formuliert werden könnte, dass jeder weiß, was Handspiel ist? Ich schreibe mit. Und du hast die Kamera laufen, ne? Dass wir auf jeden Fall das haben. Dankeschön. Hast du einen Ansatz? Also ich gebe mal einen Gedanken mit. Eine richtige Lösung habe ich auch nicht. Ich habe mir die Frage aber schon sehr oft gestellt, weil das Handspiel sicherlich das Thema ist, was ganz, ganz vielen irgendwo unter den Nägeln brennt. Ich würde halt Handspiel weniger in der Zeitlupe bewerten, sondern nur im Normalablauf.
Und davon verspreche ich mir, dass ich den Normalablauf eigentlich den Bewegungsablauf besser einschätzen kann. In der Zeitlupe, wenn ich ein Standbild mache mit dem Handspiel, dann halte ich das Bild so an und dann habe ich einen Arm, der ist fast 90 Grad vom Körper weg und es sieht halt nach Handspiel aus. Und in meinem normalen Bewegungsablauf sehe ich aber halt, dass es eigentlich relativ natürlich ist. Und jetzt gehen wir halt mit dem Videoassistenten dazu über und sagen, okay, wir haben hier ein Bild, das Bild erschlägt eigentlich alle und intervenieren. Und mein Gefühl ist eigentlich, es ist ein Stück weit zu viel Handspiel. Wir müssen da ein bisschen von weg. Und das wäre halt ein Ansatz. Ich weiß nicht, ob der praktikabel ist, aber das wäre die einzige Lösung, so die ich mir vorstellen könnte. Finde ich schon mal einen ganz guten Ansatz. So für den Anfang, würde ich sagen. Das ist ja der Ansatz, so wie wir ungefähr pfeifen dann, ne? Ja, richtig. Ja, ohne VAR. Also so hätten wir das Thema auch wieder. Es ist ein bisschen natürlicher. Und auf der anderen Seite ist auch halt alles zeitlupenbasiert. Wir gucken uns auch Foulspiele in Zeitlupen an und auch in Slow Motion und noch Frame by Frame. Und es führt halt weg vom Normaleindruck, den ich halt im Stadion habe und sage, das war ein normales Foul. Und ich gucke dann in so einer Zeitlupe rein und sehe halt, sieht dann halt schon etwas heftiger aus, aber es verzerrt halt. Und ich habe zerrt, weil auf die Uhr geguckt und Matthias hat gerade was von Bier im Keller erzählt. Ich glaube, wir sind am Ende dieser wunderbaren Runde. Ich glaube, jetzt, wo wir so richtig im Groove sind, aber es ist tatsächlich schon kurz nach halb zehn. Wir haben mehr als eine zweite Halbzeit gemacht mit Nachspielzeit, die wir draufgelegt haben. Und ich möchte ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle und Allinnen und Allinnen geben, die mir geholfen haben. Ich habe versucht, ein bisschen zu gendern, mal auf etwas unkonventioneller Art und Weise. Vielen herzlichen Dank für euren großen Input, auch natürlich nochmal an die erste Runde mit allen dran und drum. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben einigen Input euch liefern können. Ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Spaß und sehr, sehr viel Ernst auch dazwischen dabei. Und ja, Bernd, was möchtest du gerne mir sagen? Gibt es noch Fragen? Ich frage mal ins Rund. Eine Frage ist noch da. Ja, schönen guten Abend. Danke, dass ich die Frage noch stellen darf. Also eigentlich habe ich mehrere Fragen, aber wenn ich jetzt der Einzige bin, dann beschränke ich mich mal auf eine Frage. Und zwar wurde ja eben der VAR angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr die VAR-Tabelle.de kennt. Ist das bekannt? Ja. Wie ist denn da eure Meinung zu der VAR-Tabelle? Also wenn ich da jetzt hingucke, Sonja, du bist ja auch großer Frankfurt-Fan, die werden ja dann auf Platz 4, auf dem Champions-League-Platz, auch wenn ich jetzt so an einen Bundesliga-Trainer denke, das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt die Champions-League erreiche oder nicht. Wie seht ihr das auch im Verhältnis zum VAR? Weil es ja da auch immer Diskussionen gibt, warum wird denn jetzt bei dieser Situation der VAR eingeschaltet und warum da nicht? Und wie könnte man das da in Zukunft irgendwie ein bisschen transparenter machen, dass da ein bisschen mehr Verständnis ist? Also Verständnis für die Frage, wann der VAR eingreift und wann er nicht eingreift? Ja, für die Entscheidung allgemein, dass man jetzt vielleicht hinterher merkt, oh, da haben wir eine Fehlentscheidung gemacht, jetzt können wir das noch irgendwie korrigieren. Wer soll das korrigieren? Wenn wir eine Fehlentscheidung gemacht haben und die hat der Videoassistent nicht korrigiert, dann ist es ja zu spät. Oder, ich habe die Frage nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Wenn ich jetzt einfach angucke, da war eine klare Fehlentscheidung und dass man dann irgendwie hinterher auch nach dem Spiel nochmal sagen kann, okay. Ach so. Dann können wir nichts mehr machen. Nee, dann haben wir ja auch keine Karten, ja. Dann kann man sich nur noch hinstellen, den Sachverhalt erklären und sich entschuldigen. Also das ist letztendlich die einzige Möglichkeit. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Also vielleicht kann ich, wir haben uns vorhin schon mal drüber unterhalten, über VAR, das finde ich auch eine spannende Geschichte. Also ich habe eine kleine Theorie, wo ich immer wieder sage, wir haben ja als Trainer oder als Sportler, haben wir alle immer dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Eigentlich ging es bei dem Videobeweis um Gerechtigkeit. So, man möchte nicht benachteiligt werden. Und aus meiner Sicht hat man halt den Videobeweis als Hilfe für den Schiedsrichter gesehen und nicht als Hilfe für die Spieler oder Trainer.
Das bedeutet, die Schiedsrichter sind in der Pflicht einzugreifen oder der Keller muss eingreifen. Wir haben im Hockey die Regelung, dass die Trainer oder die Parteien zweimal pro Halbzeit eine Situation checken können, wenn sie glauben, sie sind benachteiligt worden. So, sonst greift der Schiedsrichter nicht, sonst greift kein Videoassistent ein. Das heißt also, es fällt ein Tor, einer ist der Meinung, es war ein klares Abseits, legt das Veto ein, es wird gecheckt und dann sieht man, ob das so stimmt oder nicht. War der Einspruch berechtigt, hat man weiterhin zwei Einsprüche, wenn nicht, ist halt einer weg. So, das ist eine Regelung, die gibt es im Hockey schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn einem was nicht auffällt und man ist, ja, dann hat man halt Pech gehabt, dann ist das halt so, wie es immer ist, wie es auch früher war. Und ich glaube, das wäre eine Situation, wo die Schiedsrichter komplett raus wären, weil die Schiedsrichter, wir haben nicht ein Problem mit dem Videobeweis, sondern wir haben ein Problem damit, dass wir alle nicht genau wissen, wann greift er denn jetzt mal ein und wann greift er mal nicht ein. Insgesamt, über 90% der glasklaren Fehlentscheidungen, die korrigiert worden sind, sind auch eindeutig. Also in dieser Saison sind bestimmt, 10, 15 Tore korrigiert worden, alleine wegen Abseits, was glasklar war, aber eben nicht gesehen worden ist. Und das ist natürlich eine große Verbesserung. Und das würden wir auch alle, kennt ja alle früher, die wir als Videobeweis noch nicht gab, da stand 2 Meter im Abseits, was haben die das nicht gesehen? Und diese Tabellen, die gab es ja auch schon vor dem Videobeweis, ne? Also da geht es ja, was waren denn jetzt glasklare Fehlentscheidungen? Und da gab es ja auch diese Tabellen, also die hatten wir ja schon immer. Aber es war immer der Punkt, dass mit dieser Hilfe für den Schiedsrichter der Glaube daran vermittelt wurde, na jetzt passieren keine Fehlentscheidungen mehr. Und das ist vollkommener Unsinn, weil es gibt ganz viele Situationen, das ist mit Handspiel das Gleiche. Egal wie du das formulierst, es wird immer eine Ermessensentscheidung bleiben. Wann sind es denn? Wir haben eben gesagt, ja 90 Grad oder 85, 70, wie viel dürfen es denn sein? War was Absicht oder war was nicht Absicht? Einer springt einfach mit dem Rücken rein, hat aber beide Arme weg, verbreitert die Körperfläche. Also wir können 100 Mal über diese ganzen Situationen diskutieren. Man versucht es genau zu beschreiben und trotzdem gibt es jeden Sonntagmorgen den Doppelpass, wo sich Millionen von Menschen die Köpfe heiß reden. Das ist auch toll, dass man sich immer wieder dann beim Bierchen darüber unterhalten kann. Ah, war das Hand, war das nicht Hand, war das faul, war das nicht faul. Das ist doch auch super. Davon lebt doch der Fußball auch. Und ich wäre nur dafür, dass dieser Videobeweis so benutzt wird, dass er eine Hilfe für die Gerechtigkeit für Spieler und Trainer ist. Und nicht eine Sache ist, wo die Schiedsrichter dann noch immer dieser jetzt musst du aber noch mal eingreifen und deinem Schiedsrichter sagen, das war krass falsch. Also das finde ich einfach schwierig. So, da gab es noch eine Frage. Bernd rennt noch mal mit dem Mikrofon, aber ich würde dann tatsächlich Nummer 2. Ja, ich hätte auch eine Frage, den Harm. Gibt es Spiele, wo man ja mit viel Druck, wir haben ja eben über Druck gesprochen, gibt es Stadien, wo man mit großem Druck hinfährt, gibt es Mannschaften, ist mal Bayern, Dortmund, wo man sagt, da machen wir mehr Druck als bei anderen Spielen oder ist jedes Spiel gleich? Nee, nicht jedes Spiel ist gleich. Meine Erfahrung ist, dass Pokalspiele eine andere Brisanz haben, weil es gibt halt immer einen Gewinner, einen Verlierer. In der Bundesliga manchmal kommt dann so ein 0-0 oder 1-1 dabei raus und dann sind irgendwie beide Mannschaften damit zufrieden. Beim Pokal ist es halt ein bisschen anders und auch bei Relegationsspielen. Da ist halt auch nochmal das ganze Thema Existenz hängt damit dran von den Vereinen und das kann man als Schiedsrichter sich auch nicht komplett von frei machen, dass es halt eine ganz große Bedeutung hat und um ganz viel geht. Und das spürt man halt irgendwie und muss dann halt trotzdem natürlich das Spiel pfeifen, aber da ist eine andere Brisanz drin, ja. Okay, ich habe noch eine. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja. Ja, hallo. Ich würde noch mal gerne auf die erste Halbzeit zurückkommen und an die drei Profis auf der Bühne die Frage stellen, warum gelingt es den Vereinen nicht? Bengalos war ja ein Thema, das mehr in den Griff zu bekommen, es ist noch nicht lange her, da hat es das Entscheidungsspiel gegeben zum Aufstieg in die zweite Liga zwischen WN Wiesbaden und Arminia Bielefeld. Ja. Die Bielefelder waren dann relativ
schnell klar im Rückstand. Da ist es wieder völlig eskaliert. Das Spiel musste, glaube ich, 20 Minuten unterbrochen werden. Und gerade bei so Entscheidungsspielen kann ich es absolut nicht nachvollziehen, warum es nicht gelingt, die Fans vorher so zu kontrollieren, dass da so viel Bengalos und etc. Feuerwerkskörper mit ins Stadion kommen, wo ja die Gesundheit aller anderen aufs Spiel gesetzt wird. Machen die Vereine da zu wenig? Die Vereine machen schon eine ganze Menge. Ich übernehme gerade mal ein bisschen die Antwort, weil ich mich da ganz gut mit den Kollegen, weil Eintracht Frankfurt ist ja ganz speziell so ein Verein, der sich massiv damit auseinandersetzen muss. Aber allgemein in der Bundesliga, das werdet ihr als Schiedsrichter auch massiv feststellen, ist natürlich die Tendenz dazu, die Radikalisierung der Fans da wieder massiver geworden nach dem Ende der Corona-Pause. Und du kriegst die in der Tat nicht mehr kontrolliert, deswegen, weil sie das Ganze als Spielfläche sehen, um sich zu präsentieren, dort massiv auch gegen die Vereine ansteuern, also wirklich auch bewusst. Also bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel aus dem Nähkästchen geplaudert, ist das tatsächlich auch so. Da lehnen sich die Ultras inzwischen gegen den eigenen Verein auf. Da versuchen im Hintergrund natürlich alle Seiten von allen möglichen Ecken dran zu ziehen und zu hoffen, dass sich das wieder einbringt. Aber die Tendenzen gehen im Moment leider in eine ganz andere Richtung. Die radikalisieren sich immer mehr und da haben die Vereine fast gar keine Handhabe im Moment gegen. Ich weiß nicht, wie ihr es wahrnehmt. Zuschauer ausschließen, dann könntet ihr ja auch nicht mehr rein. Ja, aber umgekehrt partizipiert zum Beispiel ja so ein Verein wie Eintracht Frankfurt auch davon, dass diese wunderbaren Bilder, gerade in der Europa League, ihr habt auch die ganzen Choreos gesehen, dafür sind die Vereine oder speziell ja jetzt auch Eintracht Frankfurt massiv für gefeiert worden. Das gehört zu deren Markenbild tatsächlich zum Teil auch mit dazu. Und jetzt ist aber das Problem, dass ihnen das Ganze aus der Hand gleitet, weil die Ultras jetzt sagen, guckt mal, ihr habt mit unseren schönen Choreografien, habt ihr diese schönen Bilder bekommen, die sind überall im Fernsehen zu sehen, ihr habt eine gewisse Popularität damit erreicht. Und deswegen haben wir jetzt hier ein Wörtchen mitzureden, weil wenn wir nämlich dann die Bengalos anders zünden, dann geht das auch ist das auch im Fernsehen zu sehen. Ihr habt ja mitbekommen, was in Neapel los war. Ihr habt mitbekommen, was in Marseille los gewesen ist. Das sind genau diese Geschichten. Und da hat der Verein fast kaum noch eine Handhabe. So absurd, wie es auch klingen mag, erschreckend. Warum versagen die Kontrollen so? Du meinst die... Stellen Sie sich das mal auf den Flughafen gezogen vor. Ja, das ist ja dann das nächste Thema. Ich glaube, das würde jetzt an der Szene jetzt ein bisschen zu weit laufen. Aber ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt. Also ich kann nur sagen, dass es unheimlich kompliziert ist. Es ist so, dass natürlich die großen Fangruppen auch viel vorbereiten. Also einmal hast du in den Stadien grundsätzlich die ganze Woche über, da gibt es Besichtigungen, da gibt es Touren, da laufen Menschen rein und raus. Also manchmal werden da eine ganze Menge Sachen bei irgendwelchen Besichtigungen von den Fans versteckt unter der Woche. Also um das Gelände herum, dann hast du natürlich, wenn du jetzt ein Stadion hast, hast 50, 60, 70.000 Zuschauer, wenn du die alle haarklein kontrollierst, dann dauert das anderthalb, zwei Stunden, bis die Leute alle drin sind, dann hast du da Riesenprobleme. Also es ist relativ, das ist nicht einfach zu unterbinden. Ich möchte aber auch mal sagen, dass wir jetzt, also das eine Thema war jetzt Bengalos, heißt aber jetzt nicht, dass alle, die Bengalos zünden, irgendwie radikal sind. Nee, nee. Also das muss man halt, also manche haben einfach, es gibt Fangruppen, die haben Spaß am Abbrennen von Bengalos. Und nun gibt es auch, also in anderen Ländern gehört dieses Bengalo-Abfeiern teilweise auch zur Fußballkultur. Und es gibt sogar Stadien, wo das auch kontrolliert abgebrannt werden kann. Also problematisch ist natürlich die Geschichte, wenn Bengalos unkontrolliert in den Fanblocks abgebrannt werden, wo es Verbrennungen gibt oder wo es auch Atemprobleme gibt. Das ist natürlich massiv und darf nicht passieren. Und ja, ich kann nur hoffen, dass, also wenn die Vereine sich irgendwie auch mit ihren Fans, und die Fans haben immer mehr Einfluss genommen in den letzten Jahren, massiv auch auf die Vereine, bestimmen sehr viel auch mit, was auch völlig okay ist, weil sie der Kunde sind. Und ja, dann muss man vielleicht auch einfach Wege finden, um Lösungen zu haben, um zum Beispiel auch so ein kontrolliertes
Abfackeln von Pyros oder so, dass es das gibt. Und ja, wenn das die Fans befriedigt und es eine Lösung sein kann, ist das eine Sache. Aber es ist beispielsweise auch nicht in allen Stadien möglich, weil es gar nicht abziehen kann. Genau. Also es ist ganz unterschiedlich, und aber kein einfaches Thema. Genau. Ja, danke. Wir kommen jetzt langsam zum Ende, hat die Sonja schon gesagt. Ich habe ja schon eingeladen. Eigentlich schon aber nach dem Abpfiff ist ja, wird ja noch ein bisschen gefeiert und Danke gesagt für den einen oder anderen. Natürlich macht das der SV Buchenberg auch und sagt Danke. Danke an die Podiumsrunde. Und man lässt keine Gäste einfach so gehen, ohne ihnen was mitzugeben auf dem Weg nach Hause. Zumindest ist das in Buchenberg so. Der Schiedsrichter, der hier pfeift, kriegt immer eine Bratwurst. Der Harm hat, glaube ich, schon eine gekriegt. Und die Pommes hat die Katrin, glaube ich, auch schon gegessen. Und André, danke. André hat auch schon Wasser getrunken. Also, aber das ist nicht unser Geschenk. Ich möchte den Mario und sagen, ja, du kommst mal bitte, weil das schaffe ich nicht alleine. Ja, bitte nach vorne. Ist unser auch schon fast 30 Jahre Kassierer, jetzt Jugendleiter geworden, muss ich einfach mal sagen. Ne? Thorsten und Gottfried, bitte, ihr wart auch in der ersten Runde mit dabei. Wir reden hier. Harm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Hast vielleicht eben schon mal so kurz reingeloopt in den Korb, was es da gibt. Ah, ich weiß, was es ist. Das ist, wir nennen das hier Stracke. Alle Wurst. Es gibt hier 1000 Begriffe für dieses Ding, was ich euch jetzt oder wir euch überreichen. Ich fange bei den Frauen an. Sonja, vielen Dank. Es könnte aber auch dann der Applaus kommen. Sonja, Pahl. Dankeschön. Katrin, André, Herbert, Matthias, Henkelmann steht da übrigens nicht dran, ist nicht Metzgerei. Oh, Noel? Und Thorsten mit nach Frankfurt. Aber es war noch nicht alles. Das war was jetzt für den Bauch, vielleicht für die Familie. Und jetzt darf Mario verteilen, der hat eine Kreation nochmal gemacht. Danke, eben. Ja, es gibt auch nicht nur eine HLI oder eine Hitradio FFA-Tasse, sondern auch eine SV Buchenberg-Tasse, dass ihr euch an diesen Abend hier in Buchenberg erinnert. Ja, hat der Mario gemacht, seine Choreo, so nenne ich das hier mal. Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, Premiere oder? Bestanden, würde ich sagen. Ja, Premiere bestanden, passt alles. Danke, Mario. Und zum Abschluss habe ich tatsächlich doch auch noch eine Frage. Ach du liebe Scheißmonig, ne? Die geht an André. Die hörst du immer wieder und jetzt von mir wieder. Wann sehen wir dich denn nicht nur in Buchenberg auf der Bühne, sondern wieder im Fernsehen, im Stadion, an der Trainerbank? Gibt ja die eine oder andere offene Stelle, denke ich mal. Andere Baustelle, die höchste oben, ist so wackelig im Moment in Deutschland, denke ich. Erfolgreicher Trainer gewesen, Bundesliga, zweite Liga, Champions League. Er hat es jetzt schon abgesetzt. Hast hat es abgesetzt? Nee. Ja, doch. Hat was können wir denn erwarten? Ist ja ein Wurf. Er hat schon eingepackt von der Presse. Also meistens ist es immer so, dass wenn, also Stellen sind eigentlich nie frei. Also immer wenn die frei sind, immer wenn bekannt wird, dass die frei sind, sind sie eigentlich schon wieder besetzt. Sonst wären die gar nicht bekannt. Also, und ich glaube, oben ja, ein bisschen Geduld haben, entwickelt sich alles noch. Und ich glaube, dass auch Hansi Flick
mit den Jungs, die er um sich herum hat, durchaus auch noch gute Lösungen finden kann. Ich werbe natürlich als Trainer immer auch für ein bisschen Geduld bei Trainern, weil es natürlich immer so ist, dass du, also alle machen sich Gedanken und es ist jetzt nie so, wenn ich immer höre, oh, die probieren jetzt einfach mal was aus, und das ist natürlich Quatsch. Also die probieren nicht einfach mal was aus, bei allem, was sie tun und machen, denken sie sich was dabei. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es nicht so gut. Als Trainer müssen wir uns dann dem immer stellen, und wenn es dann ein paar Mal nicht so gut läuft, dann bei den Ansprüchen, die Nationalmannschaft auch hat, dann muss man sich der Kritik auch stellen, und deswegen wünsche ich Hansi einfach ja, gutes Durchhaltevermögen. Das brauchen wir einfach dann in der Zeit, so wie das die Schiedsrichter auch brauchen, wenn sie mal Kritik um die Ohren bekommen. Das muss er dann durchhalten, das hat er bei Bayern auch erlebt und war ja da auch extrem erfolgreich. Und Hansi ist ja nicht von heute auf morgen jetzt ein schlechterer Trainer geworden. Deswegen gute Analyse machen, die richtigen Schlüsse daraus ziehen, und dann muss er natürlich auch in den nächsten Spielen dann auch klar beweisen, dass er die Kurve bekommt. Das ist halt im Fußball immer so, und deswegen drücke ich ihm da die Daumen, dass er das auch schafft.